Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, was ist im letzten Part passiert, meine Lieben? Wir waren noch in der Raumspalte, haben Palkias Albtraum betreten und dort hat sich alles aufgeklärt. Tja, die Kristalle, die bisher immer zu uns sprach, war eigentlich Darkrai, das sich in den Träumen, in denen wir auch waren, immer als Kristalle ausgegeben hat. Heimtückische Dunkelheit. Genau, du erzählst es gerade sehr relativ gut, Xatu. Und zwar, dass Darkrai eigentlich für alles verantwortlich ist, das wussten wir ja schon vorher. Und ja, wir müssen es bekämpfen, damit die Dunkelheit sich nicht weiter ausbreitet. Dazu müssen wir zum Dunkelkrater, zusammen mit Cresselia. Und das wird unser letztes Abenteuer sein, was diese Story betrifft. Und wir sollten auch noch heute aufbrechen. Das heißt, wir werden uns erstmal darauf vorbereiten, und zwar gründlich. Gusto-Samen, okay. Ja, dabei bereite ich mich jetzt vor. Es könnte jetzt das letzte Mal sein. Ich werde das jetzt nicht vorlesen müssen. Blablabla, die erzählen ja alle, was ist davon irgendwie... Die neue Geschichte jetzt, was sich da aufgetan hat. So. So. Stock weg. Äpfel habe ich ja genug dabei. Drei sollten reichen. Da habe ich noch genug Platz im Lager. Ich habe gar keine Singleberry mehr. Habe ich alle verbraucht. Okay. So. Samenschlaf, Samenschlaf, Samenschlaf. Bodyguard, Durchbruch, Kreuzschere, Psychokinese kann weg. Bildschirm gerade. Dann geht's so. So. Erstaub nehme ich mit. Ich brauche noch einen Flea-Orb. Popo-Orb, die ganzen Orbs können weg. Stein-Orb, fügt Schaden zu. Brauche ich noch. Brauche ich nicht mehr. Weg. So, was sagt denn jetzt mein Lager? Also was sagt er jetzt? Erstmal unser Inventar. Mobilschal, Spezialband, das sind die ganzen Bänder, die wir brauchen werden. Zur Sicherheit, drei Äpfel. Ich brauche noch drei Singlebeeren. Ein Belebersamen. Ein Taubsamen. Ich denke mal, zwei Top-Elixier werden reichen. Ich hoffe, Erstaub und Stoppe-Orb werden ebenfalls reichen. Gut, insgesamt also drei Singlebeeren, ein Belebersamen und ein Taubsamen. Alles klar. Und dann sollten wir in dem Sinne auch fertig sein. Obwohl, ich gucke erstmal kurz, was der Kekleon-Markt so anbietet. Wer weiß, ob wir das mit dem Dunkelkratter jetzt schaffen. Dann können wir jetzt nochmal gucken, ob wir Items sparen können. So, Taubsamen, wisst ihr was? Das kaufe ich jetzt. Weil ich einfach Fame bin. So, und hat Kekleon Lila vielleicht noch irgendwelche Orbs, die uns gegen Monsterräume irgendwie helfen können? Wer weiß. Kannst du uns helfen? Stopper-Orb, tatsächlich. Gut, nehme ich den auch nochmal mit. Man weiß ja nie. Ich denke mal, da werden Monsterräume auf uns warten. Und das will mir nicht so richtig gefallen, der Gedanke. Naja. So. Das heißt, drei Singlebeeren. Was sind die noch? Die sind... Hier, hab ja jetzt genug davon. Das ist so schön. Ja, tatsächlich. Ein Belebersamen, doch dazu haben wir noch drei übrig. Das ist natürlich nicht so schön. Taubsamen haben wir gekauft. Guck ich mir jetzt gleich mal an, was sie so haben. So. Alles klar. Drei Äpfel, Pisselbeere, drei Singlebeeren, drei Belebersamen, Heilsamen, Schlafsamen, Schlafsamen, Taubsamen. Zwei davon, dann habe ich also auch keinen Streuorb, aber dafür zwei Stopperorb ist genauso gut. Ja, Leute, das sollte eigentlich an sich vom Itemstand her reichen. Ich hoffe, es funktioniert, mein Lieben. Ich könnte natürlich auch noch volles Risiko eingehen und einfach sagen, ich nehme die anderen drei Belebersamen in meinem Lager auch mit. Jetzt habe ich sechs dabei. Dann könnten wir es eventuell schaffen, aber wenn wir alles verbrauchen, wirklich alles irgendwie vermasseln oder so, wie auch immer das gehen soll, haben wir ein Problem mit dem zweiten Versuch. Wieso gehe ich überhaupt hier rein? Ich glaube, wir brauchen keine Jobs mehr. Es ist, glaube ich, total egal. Leute, seid ihr bereit? Ich bin es. Das habt ihr ja gerade gesehen. Wir haben uns genügend vorbereitet. Items sind da. Geld ist nicht mehr da. So. Zwar kommen wir nicht mehr vom Diamantrang wahrscheinlich in diesem Let's Play, aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Cresselia, bring uns zum Dunkelkrater, zum allerletzten Abenteuer in diesem Spiel. Seid ihr bereit, zum Dunkelkrater zu gehen? Ja. In Ordnung, machen wir uns auf den Weg. Auf zum Dunkelkrater. Los geht's. Dunkelheit. Das ist also der Eingang zum Dunkelkrater. Hier stellen wir uns Darkrai. Keiner kann sagen, was dieses Pokémon für uns bereithält. Wir müssen mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen. Nun ganz leichte Hintergrundmusik. Dunkelkrater U1. Und es hört sich hier schon... ja, düster an. Flüchten wir gleich mal von dem Pokémon, was da rechts kommt. Und was uns verfolgen wird, definitiv.
Oder auch nicht. Giftstacheln schießen davor, das ist natürlich blöd. So. Ich kann Cressidia leider nicht beeinflussen. Dich schon, mein Freund, Flumzi. Ne, auf die Attacke kann ich nicht zugreifen. Cresselia, Bericht, kein Status. Mehr kann ich nicht aussagen, leider. So. Ja, Gift stört ein bisschen. Ich hoffe, wir werden die Treppe möglichst früh finden. Oh, Steckback und Flamara. Ja, hier tauchen viele Feuer-Pokémon auf. Deswegen habe ich auch Steinhagel und Schaufler dabei. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich mag auf jeden Fall die Musik hier. Die passt sehr gut. Schreck zurück. Sehr schön. So. Allerdings nicht so viele Erfahrungspunkte. Treppe. Oh, schon wieder sehr interessant gemacht hier, diese Räume. Die Raumverteilung. Super. Ja, lass mich hier jetzt mal. Toll. Immer genau da, wo wir nicht hin müssen. Wir werden gleich nie einen Pokémon begegnen, definitiv. Deswegen ein Flamara. So. Zumindest sind noch nicht viele KP verschwunden. Das ist ja schon mal positiv. Das Gift zieht mir, glaube ich, nicht mehr so viel ab, wenn man mal auf meine Gesamt-KP guckt. Allzu viel Schaden macht es mir also nicht. So, und da kommt gleich noch was. Und zwar ist das ein Panpyro. Hallöchen, na? Ich bin gespannt, wie viele... Oh Gott. Das war mir zu viel, Freundchen. Aber ich möchte auch keine Singleberg verschwenden jetzt. So, daneben. Hey. So, 246, das war gebürtige Rache. Gut, dass ich die Röntgenaugen dabei habe. Das Gift könnte natürlich jetzt blöd enden, aber muss nicht. Warpsamen. Wäre natürlich schön, wenn wir im Laufe des Dungeons noch irgendwie so Beliebersamen finden könnten. Da ist ein Jungglut, ja. Ich verschwinde mal im Schaufler. So. Nein! Ah, ah, bitte nicht noch einen Ruckzuck gibt. Nein, nein, nein! Oh, Cresselia hat diese Superfähigkeit. Spiegeltrick. Gefährlich. Gefährlich, wenn das Ding jetzt alles Mögliche zurückwirft. Ich habe Angst, einen Beliebersamen zu verschwenden. Ich möchte gerne Folgendes probieren. Aber es ist jetzt blöd mit der Stellung. Ich wollte gerne mit dem Warpsamen das Jungglück wegteleportieren, damit der genau das meine ich nämlich. Ja. Genau das ist passiert. Ich hab's gewusst. Und es ist... Es lebt noch. Ach, blöd. Hätte ich aber so verschwendet. Oder eine Singlebeere eben. So. Jetzt zu meinem Plan. Tschüss. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Gleich ein Beliebersamen verschwendet. Auf U2. Sehr schön. Kommst du? Ja, kommt natürlich. Nein, hat Feuerfänger. Du Idiot. Nein. Hier läuft schon wieder alles schief, ne? Super, komm schon. Wieso trifft hier kein Schwein? Das gibt's doch gar nicht. Na, auch mit dem scheiß Feuer. Oh. So, mein Freund. Mach's ordentlich jetzt. Hier läuft schon wieder alles irgendwie schief. Gut, dass Ponita nicht so viel aushält. So, wisst ihr was? Ich brauche jetzt mal kurz einen Ruheraum hier. Sonnensturm, super. Kriege ich dadurch irgendwie KP erfolgreich zurück? Ja. Gerade so. Dann kommt ein Junglut. Ach man, ja, treff am besten nicht. Aurora-Strahl ist nicht wirklich so effektiv auf Feuer. Und Kampf, das gibt's doch gar nicht. Scheiß Großbrand. Wir haben jetzt gerade in U2 zwei Belebersamen verschwendet. Ist das ein fucking Ernst, Cresselia? Das schleudert uns nur zurück. Level 47 ist das. Das ist 5 Level unter uns. Fuck off, ey. Das geht doch gar nicht. Das läuft hier schon wieder total scheiße. Ich kann gerne alle möglichen Items irgendwie verschwenden, aber doch bitte keine Belebersamen. Dieser scheiß Sandsturm regt mich jetzt auch schon wieder auf. Das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Hier könnte so vieles auch einfach glatt laufen. Aber nö. Am besten nicht. Ja. Trefft doch einfach alle nicht. Ja, danke schön, dass jetzt ein Spiegeltrick kommt. Verarsch mich. U2. 3 Belebersamen verschwendet. 3 Stück. Möchtest du mich verarschen? Nö, Leute, ich habe auf diesen scheiß Spiegeltrick überhaupt keinen Bock. Was sollen wir denn jetzt gegen Junglut machen? Geht ihr jetzt vorbei? Nö, ich bleib jetzt hier. Nein! Aber immerhin ist der Spiegeltrick weg. Ah, komm schon. Ich hasse Junglut. Ja, danke schön.
Nee, Leute. Was sollen wir dagegen machen? Ich kann nur die ganze Zeit angegriffen werden. So, weg damit. Boah, dieser scheiß Spiegeltrick. Das ist so eine Imba-Attacke. Reißt du jetzt mal bitte aus? Komm schon. Bevor euch das nächste Pokémon kommt. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Spiegeltrick ist viel zu heftig. Weil das Pokémon selbst einfach keinen Schaden kriegt. Mann, 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 regt mich der gerade auf. Boah, das gibt's überhaupt nicht. Ich möchte mich eigentlich so ungern darüber aufregen, aber das ist einfach zu heftig. Viel zu heftig. Das macht gar keinen Spaß mehr, richtig. Dieser scheiß Sandsturm ist auch so beschissen. Mann! Und jetzt weiß ich auch, woher das kommt, durch dieses Hypoterus da unten. Und da ist ja noch eins. Ach, mach da doch keinen Scheiß, bitte. So, ich kümmere mich jetzt mal um das Hypoterus da drüben. Ja, super. Wunderbar. Ja, richtig, Leute. Ach, Leute, was ist denn hier los? Sieht überhaupt richtig bei dem Nebel hier? Das ist zwar kein Nebel an sich, also vom Wetter her, sondern einfach nur ein Dungeon-Effekt. Oh, wie schön wir vorankommen hier. Es ist unfassbar. Mann. Die ganzen engen Gänge hier, der scheiß Sandsturm. Am beschissensten sind die Jungblut hier. Oh Gott, das können wir nicht einfach mal eben so schnell durch sein hier. Ja, jetzt hat er ein paar AP geholt hier. Cresselia kann sich durch diese Fähigkeit, die es hat, also einmal durchatmen, zusätzlich wieder AP holen von den verschwendeten Angriffen. Oh Leute. Natürlich triffst du nicht. Warum solltest du auch treffen? Am besten triffst du jetzt an dem noch nicht mal. Nee, doch. Ja, Puffer-Status hast du auch drauf. Super. Ja, jetzt ist er weg natürlich. Oh, ich kann mich hier wieder aufregen, Leute. Das geht echt gar nicht. Hier läuft nichts rund. In keinster Weise. Puh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, danke. Ist jetzt auch egal. Wisst ihr? Ich glaube, ich hole mal die Items da unten. Weil, vielleicht sind da jetzt ganz gute dabei. Äpfel. Samen, leider nicht. Wer weiß, vielleicht hätte da... Ja, tretet alle rauf, Leute. Komm, was soll der Scheiß? Da ist jetzt noch ein Pokémon aufgetaucht. Leute, was machen wir nur? Ich wollte mal Items holen in der Hoffnung, vielleicht sind da ja Belebersamen dabei oder andere nützliche Sachen. Hör doch auf. Erstens trifft er nicht und zweitens da unter Feuerfänger. Hätte nur noch gefehlt, dass jetzt dieser... Ja, super. Tschüss, Cresselia. Dass die begrenzende Falle da auch die Drachenklaue weggemacht hätte, das wäre jetzt ja geil gewesen, so. So, man kann ja auf der Lava laufen, das ist ja auch noch praktisch. Weg hier, weg hier, das ist echt so ein Imba-Dungeon, allein wegen Jungblut schon. Ja, Explosion. Super, wie das hier läuft, das ist echt unfassbar. So, jetzt am besten nach rechts. Bruder Galopper. Ja, hallo Hypoterus, schön dich zu sehen. Leute, Mann. Nervig. Zumindest kommt es uns nicht hinterher hier. So, wir kommen überhaupt nicht voran. Überhaupt nicht. Jojo, okay, das ist die Treppe, sehr schön. Weil bei solchen Raumarten, wir sind bei U5. Wie viele Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht? Und nochmal ein schöner. Ich glaube, es wäre uns besser ergangen, hätten wir Cresselia nicht mitgenommen. Will ich mal ganz ehrlich sein. Geld nehme ich jetzt mit. Wer weiß, ob sich das lohnt. Ach, Freunde, Mensch, was machen wir hier los? Was machen wir hier los? Singelbeere. Dafür lohnt es sich wieder. Och Mann, das ist eine Siemelbeere. Das lohnt sich wiederum nicht. So, bitte, Belebersamen, bitte. Also, das ist ein Pokémon, habe ich gar nicht gesehen. Komm schon. Warpsamen. Okay. Wenn ich mal ehrlich bin, so ein Warpsamen hilft mittlerweile besser gegen Junglut als irgendein Belebersamen. Wo Cresselia ist an sich auch offensiv ein bisschen stark, zumindest hier jetzt. Aber gegen Spiegeltrick Junglut haben wir keine Chance, ganz ehrlich, kein bisschen. Zumindest alle Belebersamen da irgendwie weggenommen. Ach Leute, so, ich würde sagen, das war's für heute. Ich reg mich jetzt ein bisschen ab, bis zum nächsten Part. Und dann mal sehen, wie wir weiter vorankommen. Bis dann und auf Wiedersehen.